Ich würde euch gern heute das brandneue Kreidler Start 4.0 vorstellen, mit dem unsere Erwerbsfahrer 2016 unterwegs sein werden. Wir haben einige Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, der Team Replika, vorgenommen. Zum einen konnten wir das Gewicht nochmal drücken. Zum anderen haben wir einige Veränderungen an der Geometrie vorgenommen. Da wäre zu erwähnen, der etwas steilere Lenkwinkel im Cross-Country- und Marathonbereich. Ist es sehr wichtig, dass die Jungs sehr schnell und flink um die Ecken kommen. Das macht der steilere Lenkwinkel nun einfacher. Des Weiteren haben wir den Hinterbau noch etwas filigraner gestaltet, um einfach noch ein bisschen mehr Komfort am Heck zu haben. Auf das extrem niedrige Gewicht von 8,3 Kilo tragen unter anderem das Cockpit von Synthase bei, wie auch die Sattelstütze. Und der Sattel wird geliefert von Tune, wie auch beispielsweise die Sattelklemme und der Flaschenhalter. Gedämpft wird das Rad vorne durch die Magura TS8 Federgabel mit dem Elect-System. Beim Antrieb vertrauen wir auf die bewährte Shimano XTR-Gruppe. Die Werksfahrer haben die Wahl zwischen 1x11 oder 2x11. Dabei haben wir bewusst auf Direct Mount verzichtet. So schaffen wir eine cleane Optik am Sattelrohr, wenn die Jungs nur mit 11 Gängen unterwegs sind. Erstmalig setzen unsere Sportler auf normale Serienbikes. Somit ist Performance ab 2016 käuflich. Das Kreidler Start 4.0 kann ich allen ambitionierten Bikern wärmstens empfehlen.